Sollte der Diener sich für seine Sünden schämen, auch wenn er bereits bereut hat? Natürlich sollte man sich schämen. Wenn du an deine Sünden denkst, dann musst du dich schämen, dann musst du schlechtes Gewissen bekommen, dann musst du traurig sein, weil du diese Sünde gemacht hast. Nicht, dass man ja an der Sünde denkt, oh, das war so schön, was ich gemacht habe, das war eine schöne Zeit. Dann hast du keine Reue. Wie manche Leute sagen, als ich den Islam nicht praktiziert habe, war ich das und war ich das, und der prahlt damit. Das bedeutet, du hast keine Reue gezeigt. Nee, du sollst nicht nur an die Sünde denken, du sollst denken nur, gegen wen hast du die Sünde gemacht? Gegen Allah. Allah hat dich gesehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala.